Parade in Paris. Tausende Militärs und Sicherheitsbeamte sind am Mittwoch zu Fuß, auf Fahrzeugen und an Bord von Jets über die Pariser Prachtavenue Champs-Élysées gezogen. Anlass für das große Militärspektakel ist der Nationalfeiertag hier in Frankreich am 14. Juli. Etwa 5000 Menschen nahmen in diesem Jahr an der Parade teil, die am Arc de Triomphe begann und bei einer Zeremonie auf dem Concorde-Platz endete. Bemerkenswert am Rande, ein Soldat in Ausbildung machte im Rahmen der Parade seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Unter den begeisterten Blicken von Schaulustigen sank der Soldat in seiner Paradeuniform auf sein rechtes Knie und sprach kurz mit seiner Freundin, bevor er ihren Ring an die linke Hand steckte, wie ein Video zeigt, das auf der Twitter-Seite der Landstreitkräfte veröffentlicht wurde. Dieses Jahr bedeutete die Rückkehr der traditionellen Militärparade, nachdem die Feierlichkeiten im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Krise ersetzt werden mussten, durch eine Veranstaltung mit eingeschränktem Zugang. Es war das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewesen, dass die Parade entfiel. Der Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron, leitete die Zeremonie. Bei den Feierlichkeiten wurden auch die Streitkräfte der von Frankreichs Militär geführten Operation Takuba geehrt. Für diesen Auslandseinsatz in Afrika wurden Spezialkräfte aus 8 europäischen Nationen nach Mali entsandt.